Tanzunterricht in Zoom, Yoga in Zoom, Fitnessunterricht in Zoom. Mein Name ist Sam Steiner, es geht um diese Szenarien. Vor allem geht es darum, dass man neben dem, was man sagt, auch noch Musik einspielen will im Zoom und Kontrolle haben will über die Lautstärken und das noch auf einem Mac. Okay, ein bisschen komische Kombination, aber es gibt die Möglichkeit, die wir in einem anderen Video erklärt haben, hier über Share Screen ein bisschen versteckt und dann Advanced hier oben, Music or Computer Sound Only. Das haben wir im anderen Video erklärt, mit dem kannst du testen oder das andere Video schauen. Ich verlinke das oben rechts in diesem Video. Jetzt zeige ich einen anderen Weg, wie du verschiedene Tonquellen, vielleicht wenn es auch komplizierter ist, zusammenfügen kannst für Zoom und zwar auf dem Mac und es geht über ein Tool, das heißt Loopback. Loopback Audio, das hat dieses Symbol und wenn ich das installiere, es ist ein kostenpflichtiges Tool, kostet um die $100. Oh, es bringt uns eine Möglichkeit, verschiedene Tonquellen zusammenzuführen und dann eine neue virtuelle Tonquelle zu machen, das in diesem Fall jetzt Loopback Audio heißt. Ich könnte da nennen gemischter Sound. Okay. Und jetzt habe ich mein Mikrofon, das meine Stimme aufnimmt und ich habe jetzt aber auch Loopback Pass-Through, also der Sound, der von meinem PC, also in diesem Fall Mac aus, kommt hier rein und wird zusammengemischt auf die Kanäle 1 und 2 und damit ich dann auch was höre, wenn ich da Kopfhörer reinstecke, dann habe ich das noch weiter zu meinem USB-Mikrofon geleitet, wo ich die Kopfhörer eingesteckt habe. Okay, damit ich das auch wirklich höre. Das also sehr wenig Settings hier nötig in Loopback. Und es tönt ein bisschen kompliziert. Hier kann ich aber auch jetzt die Lautstärken verändern. Einerseits meines Mikrofons, andererseits auch des Sounds, das zum Beispiel ab Spotify kommt. Also wenn ich jetzt zu Spotify wechsle, sollten wir jetzt sehen, genau, dass hier im unteren Bereich ein bisschen weniger Sound bringen. Aber dieser Ton wird hier abgespielt in diesem Pass-Through. Okay? Darf ich natürlich jetzt nicht lange spielen lassen in einem YouTube-Video. Also wieder abgestellt. Gut, das so kombiniert. Und was machen wir jetzt in Zoom? In Zoom habe ich jetzt dieses Meeting und wir haben hier die Audioeinstellungen. Also, ich klappe hier auf und Speaker ist das, was ich abhören will. Nämlich da sind meine Kopfhörer eingesteckt bei meinem USB-Mikrofon. Aber jetzt Microphone könnte ich jetzt wählen, gemischter Sound, oder? Und da habe ich jetzt diesen gemischten Sound, also Spotify-Musik und der ganze Rest hier in meinem Zoom drin. Okay? Das ein kleiner zusätzlicher Weg. Was kann dir das helfen, wenn du nicht genug weit kommst mit dieser eingebauten Funktion in Zoom selber, dann vielleicht auch verschiedene Quellen hast, die du zusammenführen willst, dann kann das Loopback Audio Tool hilfreich sein. Ich pepp einen Link unten in der Beschreibung rein. Was aber auch interessant sein kann, ich habe ein anderes Video, in dem ich dir zeige, wie du zum Beispiel für Tanzlektionen oder Yoga oder Fitness ein besseres Bild hinbringst in Zoom, das nicht nur dich zeigt, sondern vielleicht auch ein Symbol zeigt für die aktuelle Übung und du mit deinem Smartphone
hin und her schalten kannst, zum Beispiel 10 verschiedene Übungen einrichten kannst und dann mitten im Training nur schnell auf deinem Smartphone-Screen diese Szenen umschalten kannst. Dazu siehe das andere Video zum Thema Streamlabs OBS. Da will ich jetzt nicht groß darauf eingehen, aber wenn du in diese Richtung weitergehen willst, dann gibt es ganz gute Neuigkeiten für dich, nämlich hat Apple neue Prozessoren vorgestellt und das ist alles ein bisschen technisch, aber Quintessenz davon ist, dass sogar ein neuer, recht günstiger MacBook Air in der günstigsten Variante für um die 1000 Franken oder 1000 Euro vielleicht so viel Kraft jetzt hat wie ein Gamer-PC vorher. Das heißt, für so Streaming-Anwendungen reicht jetzt sogar ein MacBook Air vollkommen aus. Und zwar nicht nur für simples Zoom, sondern sogar für die Verwendung von besseren Streaming-Tools, die du in Kombination mit Zoom verwenden kannst, wie eben auch Streamlabs OBS. Und wenn dich das interessiert, wie gesagt, hier oben ein Video zu Streamlabs OBS, das ein bisschen zeigt, was du mit dem machen kannst. Du findest auch in YouTube sehr viele Inspirationen zum Thema Streamlabs OBS. Aber was du brauchst dafür, und das habe ich im anderen Video, glaube ich, auch erwähnt, du brauchst richtig viel Rechenleistung, also so ein kleiner Shishi-Windows-Rechner für 500 Euro wird ziemlich schnell am Limit sein. Aber diese MacBook Airs werden viel, viel mehr Kraft haben, die jetzt frisch auf dem Markt sind. Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch, das freut dein Herz und mein Herz. Und abonniere diesen Kanal. Super, see you in the next video. Schau auch die anderen Videos, die ich unten verlinke und einblende hier am Schluss des Videos. Wenn du Fragen hast, gerne in den Kommentaren. Wir versuchen sie gut zu beantworten oder auch ein weiteres Video aufzunehmen, wenn es etwas gibt, das wir in einem Videoformat erklären können. See you in the next video. Bye bye!